Herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Wir sind hier im nächsten Ort angekommen und schauen uns doch auch gleich mal hier den Markt an. Derzeit haben wir 33 Ansehen, 50 Vorräte und eine Versorgung für 8 Tage. Könnte man jetzt überlegen, ob man hier nochmal ein bisschen investiert. 30 Ansehen haben wir, wobei ich gucke erstmal nochmal raus. Nochmal die Helden an, ob hier noch irgendwelche Upgrades möglich sind. Und tatsächlich sind es 4 Stück sogar. Ich glaube, die haben wir auch bitter notwendig. Vor allem bei Mogun und Hogun, die sind so oft kaputt. Da sollten wir vielleicht erstmal da rein investieren. Da sind schon mal wieder 5 Punkte weg. Was gebe ich euch? Ich würde fast sagen, einmal Schild. Ja. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir das hochbringen. Und Hogun ebenfalls. Stetigen. Und dann kommen wir hier hoch auf 9-11. 9-11. So, dann hatten wir noch einen, wo wir leveln konnten. Und zwar bei Rook. Bei Rook. Du wirst auch befördert. Das kostet 15 Ansehenspunkte. Und damit sind nur noch 8 übrig. Ja, hier auf 3 vielleicht und hier auf das Maximum. Dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Ja, das Ding ist, wir müssen noch 8 ansehen. Das ist ziemlich wenig. Und wir können auch noch Otleif befördern. Können wir das? Nee, können wir nicht. Ja, damit sind wir erstmal durch mit Befördern. Eieiei, wir brauchen viel mehr Ansehen. Pause machen können wir nicht. Achso, können wir uns auch den Markt fast schenken. Komm, wir geben die Hälfte jetzt nochmal aus hier. Zack. Dann ist auch erstmal gut. Eine gepolsterte Unterjacke könnten wir uns noch leisten. Gibt nochmal eine Rüstung mehr. Naja. Ich würde sagen, wir brauchen dringend mehr Ansehen. Ja, und verlassen diesen Ort. Vor den Mauern herrscht Chaos. Überall sind Wüter. Zum Glück ziehen sie um den Hügel, auf dem Frostwell liegt, nach Süden und zeigen wenig Interesse daran, euch zu folgen, als ihr in die Einöde zieht. Endlich seid ihr aus Frostwell entkommen. Doch ihr steht neuen Problemen gegenüber. Wen auch immer Iva in Würmzee kennt, du hoffst, dass er bereit ist, euch zu helfen. Definitiv. Wir ziehen weiter. Verlassen Frostwell. Die nächsten Ziele, wir verlieren 6 Vorräte, die Moral fällt. 8 Tage können wir uns noch versorgen. Und da muss man jetzt ja schon fast wieder auf Kämpfe hoffen, dass wir dieses Ansehen hochkriegen. Also, mal gucken. Aber durch das Aufleveln fällt uns das natürlich leichter. Ich hoffe, uns geht jetzt nicht das Essen aus. Die Karawane besteht jetzt aus mehr Clan-Mitgliedern, als du je erwartet hättest. Immerhin 435. Immer häufiger hörst du Beschuldigungen, es seien Hühner gestohlen worden oder Erbstücke oder die Tugend von Töchtern. Auch die Kämpfer beschweren sich, dass sie allmählich nicht mehr jeden beschützen können. Ja, was machen wir? Leute beschäftigen, damit sie aufhören, sinnlos zu streiten, klingt ganz gut. Ein Rat bilden ist natürlich nett. Versuchen, die größeren Probleme zu beheben. Wir versuchen mal, den Rat zu bilden, der sich der Probleme annimmt. Du bestimmst einige ältere Mitglieder, die sich der alltäglichen Probleme annehmen sollen. Allerdings fangen sie selbst an zu streiten. Andere Mitglieder meinen, sie könnten die Arbeit besser tun. Schließlich löst der Rat sich auf, weil er die undankbare, aufreibende Arbeit leid ist. Ja, hat also nicht so viel gebracht. Moral ist immerhin noch gut. Wir müssen eigentlich auch nochmal ein Lager aufschlagen. Denn wir haben ja schließlich noch immer Verletzte. Wir schlagen bei dem Lager auf. Aber Rasten kostet natürlich auch Vorräte. Und wir können hier sprechen. Mit Hogun. Entspann dich mal eine Weile. Die Leute kriegen alles mit. Oh, sie kriegen alles mit? Wir sind täglich vom Tod bedroht. Aber ich soll mich entspannen? Götter, ich sollte doppelt so viele Felder pflügen. Verstehst du? Treib es nicht so weit, dass sie uns aus der Karawane werfen, Mogun. Du bist nicht der Einzige, der leidet. Gut, du bist also verheiratet, hast Kinder und ich soll mich jetzt auch niederlassen, wie? Was ist mit...
Die beiden Brüder verstummen, als du dich näherst. Das stimmt, ich habe für ein Kind zu sorgen. Reg dich ab, Morgun. Horgun geht und lässt einen betretenen Morgun zurück. Rook, was machst du denn hier? Tut mir leid, es geht mich nichts an. Ich bin schon weg. Ich habe Geschrei gehört und ich dachte, ich sehe mal nach. Tut mir leid, es geht mich nichts an. Nein, aber es ist kein Geheimnis. Ich mag Frauen, Rook. Sie mögen mich auch. Sie mögen die Narbe. Fay, vergiss es. Hör mal, all dies, das ganze Sterben. Jeden Abend heult sich die halbe Karawane in den Schlaf. Erbärmlich. Komm schon, Rook, sei ehrlich. Das ist ein gutes Leben. Die halbe Welt bestellt nur den Boden, bis sie tot umfällt. Was ist das für ein Leben? Wir sind gut daran. Du könntest auch dein ganzes Leben ohne Ziele, ohne Kämpfe, nur mit Langeweile und Hunger zubringen. Ich bin froh über all dies. Ich weiß nicht recht. Okay, also es geht hier tatsächlich um die Lebenseinstellung. Ich verstehe, was du meinst, ja. Sieh es mal so. Wir kämpfen fast täglich auf Leben und Tod, nicht? Man kann zu einem kleinen Bündel Angst werden. Man kann sich im Wald verstecken und Nüsse essen und die Blätter bewundern oder so. Man kann auch den Kampf genießen. Ich weiß, was meine Wahl ist. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich Alette nicht nachsteige. Versprochen. Oddave auch nicht. Du hast freie Bahn. Das weiß ich zu schätzen, Morgun. Du gehst, ohne zu wissen, ob sich dein Eindruck von Morgun verbessert oder verschlechtert hat. Ja. Auf jeden Fall sind sie doch immer verletzt. Ja, 2 Tage. Wir müssen 2 Tage rasten. Ja, wir rasten mal einmal. Wir rasten nochmal. Jetzt schon 68 Tage unterwegs. Und weiter geht's. Wir sind wieder fit. Wir sind jetzt hier langsam doch ein bisschen an der Grenze mit 4. Aber gut, damit müssen wir klarkommen. Und immerhin, die Moral ist jetzt auch wieder besser. Und dann hoffe ich, dass wir gleich nochmal ein bisschen an Ansehen kommen. Und hier passiert was. Wir erreichen ein Lager. Hoffentlich mit neuen Vorräten. Beim Götterstein lagern überraschend viele Leute. Sie sind schon lange hier, seit die Sonne stillsteht. Offenbar glauben sie, dass der Sonnengott Radomir zurückgekehrt ist. Trotz der trostlosen Umgebung beten sie ihn an. Sie heißen die Karawane willkommen, gesellen sich zu euch und tauschen sich mit euch aus, während ihr euch erholt. Handelsgüter haben sie praktisch keine, doch ihr Anführer und bietet euch an, euch an ihrem Gebetsritual zu beteiligen. Ja, wir werden das Angebot annehmen. Tapfer nimmst du das Angebot an. Als du ihr Öl aufträgst, brennt es auf der Haut wie Feuer, doch du erträgst es. Dadurch enthüllen sich dir zwar nicht die Geheimnisse des Universums, doch die Gläubigen sind beeindruckt und schenken dir noch mehr von dem Öl. Dann inspizieren wir nochmal den Götterstein und ziehen erst dann weiter. Mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Niemand weiß, wie Radomir ausgesehen hat, da er die Abgeschiedenheit liebte. Niemals nahm er direkten Kontakt mit der Menschheit auf. Viele denken, dass er eine Schlange war, die in der Sonne lebte, und oft heißt es, dass man an sonnigen Tagen die Schwanzspitze einer riesigen Kreatur in den dünnen Wolken sieht. Radomir gehörte stets zu den Glücksgöttern, denen die Leute für gutes Wetter, gesundes Vieh und gute Ernten danken. Das größte Mysterium bestand jedoch immer darin, dass dieser Götterstein am Grunde eines ausgetrockneten Sees gefunden wurde. Ihr rastet eine Weile und brecht dann wieder auf. Die Anbeter des Sonnengottes wollen bleiben. Ihr packt eure Sachen und kehrt auf die Straße zurück. Gulin Fury haben wir bekommen. Okay, und den Götterstein. Radomir, haben wir den bekommen? Wir ziehen weiter. Noch Vorräte für gleich 3 Tage. Oh Mann, oh Mann. Wir kriegen ein Problem. Ich hätte alles direkt in Essen umsetzen sollen. Viele Leute haben im leichten Schneefall schwarze Geier bemerkt, die über der Karawane kreisen. Die Vögel sind zwar keine Gefahr, aber sie beeinträchtigen die Stimmung des Clans merklich. Als du dich umsiehst, schießt Oddleif Pfeile in die Luft und trifft einige Male beinahe. Verschwindet! Hier gibt es keine Toten! Schreit sie unbestimmt.
Tja, was machen wir? Vielleicht mit auf die Geier schießen, das ist schließlich gut für die Moral. Kann man Geier essen? Einen schönen Geier braten? Ist doch auch hier nur Vogel, ne? Das sollte doch gehen. Wer zuerst einen Geier vom Himmel holt, kriegt einen Wunsch erfüllt, verkündest du. Zahlreiche Leute versuchen es, auch Alette. Sie genießen die Abwechslung und die Moral verwirrt besser. Wenig überraschend ragt einer von Otleifs blaugefiederten Pfeilen aus dem ersten erlegten Geier. Die Moral steigt. Weißt du, sagt Otleif mit einem Blick auf die Karawane, viele der Frauen hier können schießen. Du siehst dir an, dass sie von der Idee begeistert ist. Ich glaube, ich werde einige von ihnen das Kämpfen lehren. Ja, unbedingt. Otleif ermutigen, die Frauen auszubilden. Kämpfer können wir immer gebrauchen, bestärkst du Otleif. Man sieht ja an Alette, dass du weißt, wie man Leute am Bogen ausbildet. Otleif lächelt dich an. Sie geht, um anderen Frauen aus der Karawane den Geier zu zeigen, den sie geschossen hat. Sehen wir die Geier auch. Noch 2 Tage. Moral fällt weiter. Haben immerhin noch eine gute Moral. Oh, ich hoffe, es ist nicht mehr weit. Bald werden wir alle Hunger sterben. Ein wohlbestellter Bauernhof mit viel Vieh zieht die Aufmerksamkeit der Karawane auf sich. Bei eurer Ankunft stehen der Bauer und seine Arbeiter gut sichtbar mit rohen Waffen und bereit zur Verteidigung dort. Ihre verschränkten Arme sprechen Bände, auch ohne dass gesprochen wird. Ja, wir werden versuchen, es einzutauschen. Oder einschüchtern. Wir schüchtern sie ein. Ich glaube, das ist jetzt die bessere Wahl. Deine Krieger treten mit finsteren Gesichtern vor und ziehen die Waffen. Die Männer des Bauern erbleichen und treten zur Seite, als ihr euch die kräftigsten Tiere aussucht. Der Bauer hat genug Verstand, nichts zu sagen, aber seine Miene bleibt dir noch längere Zeit im Gedächtnis. Du schaust zu Alette, sie starrt auf ihre Füße und weicht deinen Blick aus. Wir bekommen 36 Vorräte, jawohl, das war wichtig. 8 Tage sind wir kurz wieder hochgestiegen. Extrem wichtig. Extrem wichtig. Die Moral fällt weiter, sie ist noch durchschnittlich, müssen wir bald auch wieder rasten. Unterwegs hört ihr das Lied einer Mutter. Sie singt beruhigend und unterhaltsam über eure Reise. Als sie geendet hat, hebt ein Mann zu einem Gedicht an. Die Frau antwortet mit einem anderen Gedicht und bald hört die ganze Karawane ihrem Wettbewerb zu. Ja. Irgendwie sind es so ganz nette Ereignisse gerade. Wir sind auch bald wieder in der Stadt. Ich werde mich mal mit einem eigenen Gedicht beteiligen. Mal gucken, was passiert. Die Karawane ist perplex, als du plötzlich ein eigenes Gedicht zum Besten gibst. Du imitierst beide Kontrahenten und fügst ihren Geschichten eigene Wendungen hinzu. Dann endest du mit einem Scherz auf deine eigenen Kosten und alles bricht in wildem Applaus aus. Die Moral steigt. Wir sparen uns einmal Rasten. Sehr schön. Wormtor was never the kind of place someone would build a town. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Die Var finden euch, bevor ihr sie seht. Das ist nicht erstaunlich angesichts der Tatsache, dass ihr so viele seid. Mit gezogenen Waffen verlangen sie zu erfahren, was ihr hier macht. Als Iva ihnen jedoch sagt, dass sie jemanden namens Krumm sucht, besänftigt sie das. Das kann nicht wahr sein. Krumm, das ist lange her. Allerdings, was bringt denn Ingvar mit seinem eigenen Menschendorf nach Würmsee? Schlechte Neuigkeiten. Es kommen Wüter aus dem Norden. Wir haben es kaum bis hierher geschafft. Das ist furchtbar. Kommt, wir haben Essen. Reden wir in der Metschenke weiter. Als sie dem alten Wal in die kleine Stadt folgt, hörst du ihn leise sagen, wenn es irgendwer anderes wäre. Ich habe mit den Kriegern gesprochen. Um ehrlich zu sein, die Hälfte will nach Norden ziehen und herausfinden, was in Blotsborg passiert ist. Einige meinen, wir sollten stattdessen nach Grofheim gehen. Niemand ist besonders froh, dass ihr hier seid. Was meinst du? Wenn es nach mir ginge, würde ich hier bleiben und die Wüter kommen lassen. Aber mit euch ist das ein Problem, nicht?
Wir können so viele Leute nicht lange ernähren, auch wenn sie wenig essen. Das ist eine Wahlstadt. Die meisten wollen sich nur um sich kümmern. Ihr habt Frauen, Kinder. Wir können mithelfen und diesen Ort verschönern. So funktioniert das nicht. Die Wahl sind ja hier, weil sie der Zivilisation entfliehen wollten, nicht weil sie eine gründen wollten. Das ist Krumms Entscheidung. Nicht mehr lange und die Wüter werden auch hier eintreffen. Das stimmt. Wenn es etwas gibt, was wir tun sollten, dann Jorund informieren, was geschieht. Wer ist Jorund? Der Wahlkönig. Naja, das, was einem König am nächsten kommt. Ingvar, wo hast du nur diese Leute her? Bleibt hier und ruht euch aus, aber sobald ihr bereit seid, brechen wir auf. Ich werde die verabschieden, die nach Norden ziehen wollen. Ich selbst gehe mit euch nach Grofheim. Wieder reisen? Wir sind doch schon so weit gekommen. Nicht jammern, Mädchen. Jorund mag einem alten, müden Wal wie mich vielleicht nicht beachten, aber ich denke, auf unseren Freund Ingvar hier wird er hören. Wird er auf Ivar hören? Er hat es euch nicht gesagt? Natürlich hat er das nicht. Tut, was ihr tun müsst, aber beeilt euch. Ja, wir sind sehr willkommen. Wir merken es. Wohl auf dem Markt. Wir können uns derzeit nicht viel leisten. Das alles zumindest nicht schöne Gegenstände. Müssen wir bald wieder Vorräte kaufen, glaube ich. Ja, sind noch 5 Tage, 6 Tage immerhin. Hilft nichts. Wir müssen das kaufen. Mal gucken, was er hier zu sagen hat. Krumm, hast du einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht, aber ich nehme mir einen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir für deine Gastfreundschaft zu danken. Naja, jetzt hattest du sie. Tja. Wie hast du es geschafft, dass dir all die Wahl folgen? Respekt, junger Mann. Nach dem 2. großen Krieg gab es nicht viel für mich zu tun. Ich begann, andere Wale im Kampf zu unterweisen. Das war ich irgendwann leid und ließ mich in Würmsee nieder. Aber sie kommen immer noch, auch ohne Krieg. Das könnte sich aber jetzt ändern, nicht wahr? Wer ist Ingvar? Ha! Überrascht mich nicht, dass er es dir nie gesagt hat. Eigentlich ist nur überraschend, dass er es überhaupt in der Gegenwart anderer aushält. Dein Freund war vor langer Zeit einer von uns. Ich meine, ein Wüterschläger. Damals wurde er Ingvar genannt. Und wenn du wissen willst, warum er seinen Namen geändert hat, fragst du ihn besser selbst. Ich bin zu alt für Klatsch und Tratsch. Du hast bestimmt unglaubliche Geschichten zu erzählen. Mag sein. Vielleicht bin ich aber auch der langweiligste Wal, den du je getroffen hast. Das hängt davon ab, wie spannend du Kämpfe gegen Wüter findest. Frag mich wann anders, dann kann ich dir erzählen, wie wir einen toten Joks mit Walzähnen gefüllt haben. Und warum? Hast du Empfehlungen, was Kämpfe gegen Wüter betrifft? Kommt drauf an, was du schon weißt. Sie bestehen nur aus Rüstung. Wenn man sie hart genug erwischt, zerbricht die Rüstung allerdings. Bring Schlacken in eine Reihe, dann explodiert eine nach der anderen. Wenn du in eine große Schlacht gerätst, verbringst du die Hälfte der Zeit damit, sie in die richtige Position zu kriegen. Und wenn du siehst, wie einer seine Axt wie eine Stimmgabel verwendet, dann töte ihn rasch. Manchmal kommen die Schlacken gar nicht, die er gerufen hat. Ich überlasse dich besser deinen Aufgaben. Das solltest du wohl. Alles Gute, Freund von Ingvar. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann weiter Richtung Grofheim ziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ja.